So, da sind wir eigentlich auch schon wieder. 5 Minuten Pausen kommen teilweise ganz schön kurz vor. Was unter anderem daran liegt, dass sie eben kurz sind. Aber das ist ja nur ganz gut und schön für uns. Da geht es wenigstens gleich weiter. Wir müssten eigentlich 10 Aufnahmen. Ja, sind noch nicht zu viele Leute zugegangen, was wie gesagt eigentlich für uns spricht. So, ein paar Aktionen sind schief gegangen, die aber eigentlich relativ unter Kontrolle lagen. Habe ich bis jetzt mich noch nie großartig verarscht gefühlt. Ja. Mal sehen. Hier werden wir es schon mal sehen. Nicht. 6-4 ist einfach mal nie erlaubt in MTTs. Aber trotzdem ist ein, na, es scheint, ging das sogar ein Stück besser als ich halt. Also, wie gesagt, der muss seinen Profit irgendwo machen. Also man kann an sich offensichtlich auch mit extrem teilter Spielweise hier in den Dingern reisen. Ich kann mir nie vorstellen, dass das dann bis ewig hochgeht, weil irgendwann fangen die Leute dann halt auch an zu spielen. Hier zahlt dann halt jeder Fisch aus, egal wie wenig nichts man spielt. Aber ja, jedem wie er denkt. Die Leute sind wie immer noch nie ganz aus der Pause zurück. Ja, ist übrigens extrem lustig, weil er so ein riesen Bild hat. Ich wollte mich noch nicht mal mit Korn, also ist bei 5 BB selten. Eigentlich habe ich mich jetzt wieder auf Schwitzen vorbereitet. Und gegen den 2 ist jedes alles gut. Ja, haben auch keine Sorgen, so gut. So oft hat er keine bessere Hand, wie gesagt. Und eigentlich ist es meist sogar besser, weil dann zwischen 2 und Korn dann nochmal ganz schnell mit King Queen und das können wir mit Ass 2 eigentlich aushalten. Weil es halt einfach mal schlechter ist. Und wir wollen viel in Showdown sein, in denen die Gegner schlechtere Hände haben. Auch wenn sie uns gelegentlich aussacken. Ja, kriegen hier einen kleinen Call. Sehr schön. S-Jack. Mal schauen. Klappt. King kommt an hier, das ist auch gut. Also wir floppen zurzeit eigentlich ganz vernünftig. Kann ich sagen. So, vierfach Raises gebe ich meistens ein bisschen mehr Respekt erstmal aus. Es kommt von Vollpfosten. Selbst dann, so, was machen wir hier? Wir wollen den natürlich irgendwie versuchen, wenn er schon zahlt, irgendwie all in zu kriegen auf dem River. Und wenn er so viel hat, dann wäre ich das wahrscheinlich so ein bisschen die Bets auch dementsprechend gestalten. Meine Ace King sehe ich dort vorne und wenn nie, ist es Pech. Ich meine, wenn ich da stärker bin, würde er zwar dann nicht mehr so oft callen, aber wie gesagt, also mein erstes Ziel ist es, den irgendwie all in zu kriegen. Und das schaffe ich nicht, indem ich dort 200 setze oder so, das also dort 300 wäre ja sinnvoll gewesen. So reinlimpen ist Käse. Auch wenn er hier dann oft auch mal Fallen stellt, weil es ein King ist, ich weiß nie, wie der hier reinlimpen kann. Und folgen kann. Und was hier, was 2-9, okay, 2-9 sind in Ordnung, aber. Das ist halt das Blöde, wenn dann wieder der Big Blind was hat. Aber was der dort macht, ist mir völlig unklar. So, das werden wir reisen. Und die Alts stimmen nie wirklich. Hat auch bloß 4 BB, ja, aber wir sind nie gezwungen, jemanden rauszunehmen. Nee, ich entscheide mich dagegen. Das sind so, das muss einfach nicht sein. So, das der ist eigentlich super tight, denn vor dem brauchen wir keine Angst haben, dass irgendwas called. Von der auch hingeht, sehe ich mich zwar nicht per se hinten, aber wie gesagt, wenn ich so klein race, kann ich halt auch noch ganz gut wollen. Vor allem habe ich jetzt auch keinen Stack, der jetzt zwingend eines All-Ins bedarf, ja. Mensch.
Schade. Treffen mit Gadget ist immer ganz gut. Das ist auch eine Sache, wo man die hier immer markieren, damit man ganz schnell sehen, Zeit und das, damit man so ganz schnell, wenn wir so einen Big Blind haben, oder allgemein in Blinds immer gleich lesen können, weil die werden sich nie involvieren. Hat man die Wurst nicht schon gestern? Ach, das ist wahrscheinlich wieder bloß das Bild. Das ist jetzt die Bilder scheinen hier irgendwie rumzugehen. Ja, das werde ich nicht loslassen. Wie immer. Also den sehe ich doch mit viel schlechterem reingehen. Einfach nur, weil der auch zu Chips kommen will. Mann, jetzt hör mal auf. Das ist schlecht. Wie immer. Och, was macht denn der immer für epische Sachen mit Ass 8 und Zeugs? Das ist, das ist wirklich, das geht gar nicht. So eine Würste, die dann immer nach mehreren All-Ins mit Ass 8 reingeben müsste. Sau bescheuert. Aber, ja, das lassen wir nie zu. Aber sie werden halt belohnt. Ich meine, jedes Mal ein Split wird oder so. Was ist das? Der ist in Position, das ist schlecht, auch wenn es ein Fisch ist. Ich bette nie blind in Leute. Außer es gibt doppelt her. Aber ich call natürlich immer Leute, die minbetten, weil. Weiß ich nicht. Weil ich das ständig mache. Das würde mich natürlich schon mal interessieren, was das war hier. Damit zählen, ja, okay. Das ist dann auch immer episch, dass sie in die Water betten können. Das ist, ich meine, die anderen machen das ja wenigstens besser, aber ich habe halt Angst vor dem Flash gehabt. Aber was ist das? Es fängt ja schon erstmal an mit diesem viel zu kleinen Bett. Gut, ich meine, kriegt halt von einer Wurst wie mir, kriegt halt extrem immer Value, weil ich die halt immer calle. Aber naja. So ist es halt. Ja, hier muss mal wieder was passieren jetzt hier. Also ist schon eine ganze Zeit was passieren, aber jetzt kommen wir jetzt mal ein paar Flipboarder hin. Ja, und jetzt mal wieder UTG Kane klären das aus. Ich werde es halt immer mal anders machen. Ich werde es halt mal optimal machen, mal suboptimal. Wir werden den Effekt sehen. Zum Beispiel hätte ich hier schon wieder gekotzt. Also ich sehe hier schon wieder einen von beiden in Monstern. Den Fisch wahrscheinlich. Oder na gut, Fische, die callen, weiß man nicht. Aber so im Call, das sind meistens, wenn er dann nie raced, auch komische Dinge. Doch eher Monster. Aber wir werden sehen, was er jetzt ins kleine Lustiges zeigt. Kings, ja, ich sage Monster. Das ist nämlich das Interessante, Kings werden prinzipiell, auch wenn man sowas dahinter hat, nur gecallt. Das ist sehr auffällig. Ich meine, es macht überhaupt keinen Sinn, das hier dahinter stehen zu lassen, aber es wird nur gecallt. So, und dort hinten Fisch nennt irgendwas Sick und ja, und Chatter sind sowieso immer doof. Das hat man ja schon mal festgestellt. Oh. Das ist ein Ass, deswegen reichen mir da die Oids. Also ich meine, die Oids sind an sich in Ordnung, aber das reicht mir beim Ass nicht. Der plötzlich so aus der Mitte reinstürmt, also. Dann wird er schon mehr. Und mit mehr meine ich von viel mehr bis deutlich mehr. Und in solche Situationen kommen wir, wollen wir nicht reinkommen. Also nie wissentlich. Na, episch. So. Ja, Limber, 8BB. Ja, da dachte ich, wir nehmen die Leute ins Gericht. Immer. Weil wir Limber nie leiden können. Ich sehe den noch immer mit schlechteren Händen, Limber. Limpen, das ist das Schöne.
Und er foldet halt oft. Genau, das ist eigentlich immer schön, wenn jemand oft folden kann. Allgemein, wenn irgendwelche niedrigen Zahlen von irgendwo reinnimmt, kann man jedes Ass reinstellen, wirklich. Das ist, die folden millionenmal, manchmal sogar bessere Hände. Und naja, und wenn sie callen, dann haben sie immer noch sehr häufig schlechtere Hände. So, ach, weg hier. Och Gott, naja gut, jetzt muss ich Value bringen. Das ist sick. Das ist gut, dass der natürlich hier schön, das ist das Schöne an In-Position sein, dass irgendwelche Idioten vor ihm betten können. Und mein Zeit, also jetzt sehe ich wie immer nichts callen. Ich versuch's mal mit dem Kleinen diesmal. Wenn er nicht hat, hat er halt nicht. Ja, und vielleicht hätte ich doch mehr betten können. Wir werden das mal beobachten. Das sind so immer die Dinger, die man abschätzen muss, ob man eigentlich jetzt viel oder wenig betten kann. Ja, ich denke, das war ganz in Ordnung. Also mehr hätte ich wahrscheinlich nicht viel betten können. Das, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er das... Also ich kann es mir schon vorstellen, dass es callt, weil die Idioten sind halt schwer einschätzbar in der Hinsicht, wie viel sie callen. So, gute Hände kommen natürlich auch rein, wenn hier irgendjemand rumlimmt, einfach nur zum Balancing, dass er dann nie auf die Idee kommt, dass ich das nur mit schlechten Händen mache. Damit es immer so ein bisschen ein kleines Rätsel am Klang. Also gerade die Leute, die gucken dann ja mal irgendwie ein bisschen hin. Und wie ich sagte, die Leute kommen dann halt auf die Idee, mit sowas zu callen und leider treffen sie natürlich wie Scheiße. Das ist schlecht, so Fisch, also... Wenn es die Statistiken bis jetzt nicht gesagt haben, dann wissen wir es jetzt. Fisch. König 8, Limp, Call All In ist einfach mal Fisch. So, das ist connected und ich brauche es auch. Ja, und das werden wir natürlich nicht weglegen. Auch wenn man es zu hat. Was immer das bedeutet. So. Ja, wie gesagt, das spielen wir jetzt auch nicht anders. Minres ist zu erfällig in der Position. Da hab ich lieber jemanden, der dann nochmal Fischi callt. Also ich meine, wenn hier einer callt, ist es sowieso Fischi. Aber hier gerade so einer, der ist ja also optimal, um sowas zu callen. Ja, einfach weil er 2 hat. Und 2 müssen da gecallt werden. Das sind sie, die Leute. Das ist, hier wird jetzt gegambelt. Also, Ass-6, das ist... Bleibt dasselbe, wenn man gecallt wird, das sieht immer scheiße aus. Außer natürlich von dem Fisch, der so mit King irgendwas macht. Oder allem anderen Shit. Das ist schlecht, wenn er eine Re-Raise hat und besser saß, wie immer. Aber wir haben ja gesagt, gamblen oder und King ist okay, da kann ja auch nass kommen. Und wir sehen so gut aus. Ja, also gerade wenn die Blinds kriegen werden, da darf man dann auch keine Angst haben mal zu gamblen, weil ich meine, was will man machen? Ich meine, gerade wenn man dann so plötzlich in die 4 oder 3 BB Phase kommt, ich meine, da kann man sich dann nur noch verdoppeln und trotzdem am Arsch sein. Und da wollen wir eigentlich nicht hin und genau in die Zone rutschen wir hier aber irgendwie. Deswegen muss man dann manchmal ein bisschen Spots annehmen, die man eigentlich nie will, auch wenn man halt weiß, dass man oft hinten ist und dass man auch oft gecallt wird. Aber das muss man dann machen. Ich meine, das wäre dann schöner halt, wenn man meistens nie unbedingt ein Ass hat oder so, weil Esser werden zu oft dominiert. Da sind dann eben die Suited Connectors so optimal, weil die tun sich live gegen ziemlich viel. Das ist, also wenn der hier isoliert, auch wenn ich es brauche, 5 sind da jetzt nie mein Ding. Auch wenn sie, ja, da haben wir trotzdem gecallt. Na, ist gut. Gute Entscheidung. Also, auch wenn ich. So schlecht nie ausgesehen. Aber wie gesagt, wenn sie halt schlecht isolieren und schön 2 drin sind und die Baiten auch noch gut sind. Also zumindest vergleichsweise gut mit den anderen. Dann sind 5 und eine Ausnahme vorhin. Wobei, uff. Ja, ich suche jetzt eine Live-Position, die hier bin ich live. Naja, oder nicht ganz. Oder er settet sofort, schade. Schön ein bisschen rumgambeln. Und nee, das jetzt denkt, ich hätte gedacht, dass Bube, was auch immer war, Bube 4, Bube 5, egal.
Eine gute Antwort, nee. Ich habe auch nie damit gerechnet, dass vorne ist. Ich meine, dass das jetzt gleich so doof dasteht. Das ist natürlich Musik, aber. Ja, wie gesagt, immer noch besser als ausblenden. Bei einem Stack von 4 BB kann man eigentlich. Oder 6. Also alles, was hier in der Gegend von 5 ist, da kann man nicht mehr so viel falsch machen. Das. Kann man auch mal blind irgendwas reinstellen und ist trotzdem gut. Ja, gucken wir mal hier gecallt werden. Das sind zum Beispiel die optimale Karten, um sie dann auch mal reinzustellen. Wenn man, gerade wenn man ausblendet, so das klar machen. Also versuchen sie zumindest, wenn wir dürfen. Ja, und das mit Maß. Naja, wir haben noch ein bisschen viel BB, ja, leider. Das ist schade. Naja, gut, also, auch so eine Ausnahme. Weil so als 8 halten die das Beste, das ist natürlich der Welt. Und ja, da muss man dann halt mal ein bisschen einen sauren Apfel beißen, auch mal nass folgen. Weil 14 BB ist einfach mal so ein Riesenstack noch. Damit will ich jetzt wirklich nicht blöd den Ass 9 rennen dann plötzlich und sinnlos meinen Stack verbrannt haben. Also ein bisschen den Ausgleich da machen muss. Wichtig ist, dass man hier nie, halt nie nach purem ICM kämpft, weil ICM existiert hier in der Phase einfach noch nie. Ja, ich hab gerast, bin in Position. Können die halt. Also sind immer so die Dinger, es ist sehr weit auseinander und hat eigentlich überhaupt keinen Backdoor-Plan. Und dann lassen wir das halt sein. Noch zumal hier ein Fisch sitzt, der einen Riesenstack hat und Fische mit Riesenstacks kommen. Sowas ist dann besser. Sowas kann man dann schon wieder mal versuchen. Also das werde ich jetzt auch versuchen. Weil es halt so diesen Backdoor-Plan hat, falls mich einer callt, bin ich gut live, connected, was auch immer. Und selbst wenn der, gut, das kann er auch noch, sehr gut. Das war ein Zauberflip. Und genau deswegen sucht man sich solche Hände aus, weil die natürlich eine klein wenig größere Chance haben, Zauberflips zu treffen. Und wir lieben Zauberflips. Das sind die Dinger, die uns retten. Das machen wir jetzt, weil wir nass haben. Weil wir dann doch recht spät sind hier. Das machen wir nicht, weil. Nee. Zu viel Action schon. Und das König Zensudet, was ich vorhin gerade gesehen habe, weiß ich nicht, warum ich es nie gemacht habe. Das ist eigentlich auch eine Hand, die noch zu flopper ist in so einem Ding, als dass man die jetzt gleich loslässt. Das ist ja völlig ohne Grund. Da kann man zumindest mal lesen oder so. Denke ich mal, wenn es schon sonst nie passt. Aber wie gesagt, ich mache halt auch manchmal so irgendwelche Blitzklicks, die überhaupt keinen Sinn haben. So nach Gefühl und wenn ich nochmal drüber nachdenke, merke ich, das war eigentlich ganz schön der Dünnschiss. Aber immer noch habe ich das Gefühl, wir halten uns eigentlich ganz gut. Das. Ja, es sind halt immer wieder Ghosts zum Pushen, aber wir pushen es trotzdem, weil ich sehe mich hier halt mit dem BB nicht mehr spielen. Und gerade im Turbo muss man dann einfach grunzen. Nee, jetzt nicht. Das hat man Minresen. Ich muss mal die alternative Minresen wieder für mich entdecken. Nee, die ich mag gar nicht. UTG doch noch wieder ein bisschen Zeit rein. So, der wird langsam aktiv, aber das ist langsam, der war schon die ganze Zeit aktiv. So, Button, weiß ich nicht, hier liegt eine Overcard drin, aber halt auch plus eine. Wenn es ein Ass, der wird in Position schon ruhig auch mal hier und da betten. Das sehe ich schon ein. Ja, es kommt jetzt trotzdem runter, es ist.
Man darf auch nicht immer im Flip callen, um dann loszulassen. Das macht keinen Sinn. Da gibt man denen ja nur Vorlagen. Und wir callen natürlich weiter. Ich weiß nicht, ja. Irgendwie komische Fin-Value-Bets, die sie hier machen. Das ist kein guter Flip so direkt, um jetzt hier auf Rook zu gehen. Die scheinen nicht ganz kapiert zu haben, dass man in 180er auch nie sehr weit mit Fin-Value-Bets kommt, weil es einfach mal zu dünn sind. Der will hier überleben, da soll er mich lieber all-in nehmen, dass da passiert wenigstens was. So, ja, jetzt haben wir zwar einen wackeligen Stack, aber jetzt fangen wir mal an zu minzeresen. Vielleicht sollten wir uns da auch mal ein bisschen besseren Stack für aussuchen, weil, wie gesagt, 9 BB, also was waren es, 11? Ist eigentlich nie der Stack, den man sich zum Minresen aussucht. Aber wir kommen schon mal nochmal in den Modus, in dem wir uns dann gut fühlen. Also den, wie immer, callt man natürlich, wenn er online geht, weil zu wenig. Also ja, mit 10 BB und so, da kann man dann auch gleich reingehen und hoffen auszusacken, falls man dann schon hinten ist. Das ist dann besser, weil das ist einfach so eine Zone, wo man einfach nicht mehr loslässt, wenn man reist. Ja, ist genauso, das reist man, oder man füllt und entscheidet mich jetzt verfüllt, weil 15 BB ganz gut sind. Und zwei ist nur 10 sind. Problem ist, wenn man mit allen Händen auch nur Minrest, mit denen man jetzt noch nie gleich online kommen will oder so, mit denen irgendwas nicht stimmt, dann fällt das natürlich auch irgendwann auf. Und dann muss man einfach mal das auch mit anderen Händen machen. Aber ich denke mal, das wird man dann später sehen, dass ich auch mit mehr Minrese. Beziehungsweise auch gut rumpushe. Und wie gesagt, das sind auch nicht alles nur ICM-Hände, ich bin einfach nur da. Such mir einfach ein paar Angriffshände aus. Das hat mit ICM nie viel am Hut, wenn ich hier einen Ass-6 reinstelle. In MTT ist es halt ICM sowieso nie als wichtig zu betrachten, außer man kommt dann spät in die Phasen. In späten Phasen ist dann ICM wieder nuts. Ja, Top Pair oder was werde ich nicht weglegen und 5 BB werde ich auch nicht weglegen und dann so die Dinge muss man sich dann vorbereiten, dann einfach mal alles zu kochen. Ja, jetzt werden wir was hat er noch dahinter. Ja, dann drehst man einfach und fertig. Meine, ja, hat er eine bessere Dame, ist scheiße. Ich meine, hat er halt, ja, what's. So, eine 2, frühe Limbs, ja. Ja, wenn er halt einen King hat, dann wird er mich halt auch immer. Hm. Ja, wir gucken mal. Sieht nicht so aus, ob jemand was hätte. Ja, dann nehmen wir es halt einfach easy mit, denke ich mal. Dann gucken wir uns natürlich auch an, mit was der so. Ja, aber nein, also. Überhaupt keine Ahnung. Ach doch, ich mag Bube 9, das ist schon eine schöne Hand, die hat schon gutes Flop-Potenzial, aber das UTK plus 1 zu limpen, das ist immer doof. Gibt viele auch Scheiße, ne, die man spielen kann, aber man darf sie halt nie mit einem Limp beginnen. Da sinkt der Wert in jeder Hand enorm. Selbst wenn wir uns irgendwo aus der Mitte entschließen, 3-2 mal zu raisen. Warum nie, wenn wir jetzt denken, dass das jetzt ein guter Angriff ist, kann das eine Idee sein. Was wir nie machen werden, ist damit jetzt All-Ins callen, wenn die Odds überhaupt nicht stimmen. Und natürlich werden wir es halt auch nie mit einem Limp beginnen, einfach die Hand. Das weil dämlich. Und das sind eigentlich die wichtigsten Dinge, die immer die Leute ändern könnten und wären sofort besser. Ich
Ich meine, es sagt ja kein Mensch, dass 4, 3 unspielbar ist. Nur halt nie so. Oh, ist immer schwer. Ja, die kleinen Lässer in früher Position, das ist... Da muss ich noch irgendwann mal eine Balance finden. Ich meine, es war jetzt ein Suited, das aber so wieder sehr klein. Und sehr klein ist sehr scheiße. So, hier gucken wir mal, wo wir langsam sind. 27 Spieler. Hier geht es langsam in Richtung Geld zum Beispiel. Deswegen ist es auch schon links. Das hat schon vor uns gefühlt, dass es so langsam in die Richtung geht. So, mal gucken hier. Also der hat ja natürlich einen optimalen Push-Stack. Das. Ah gut, dann muss ich es nie machen. Ja, nee. Sonst hätte ich es mal geminraced, aber hätte natürlich Sorgen gehabt, weil der hier optimal reinpushen kann und ich auch ganz schöne Sorgen hätte, das zu callen. Und das ist Wichse, was hier passiert. So, ja, das ist unter 10 BB Pocket drin. Da wollte ich es dann auch nicht mehr. Auch wenn es nur 2 sind. So, jetzt kriegen wir ja schon wieder interessante Hände. Ja, also ich denke, mein Check ist da ganz gut. Auch wenn der Junge hier, ich will, ach, das kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwas. Ja, ich meine, zwei Streets lang treppt, um mich dann hier zu einem Bett zu überreden. Nee, das macht keinen Sinn. Ja gut, das macht doch schon ganz gut, da komme ich nie auf die Idee und hier komme ich jetzt auch dadurch nie auf die Idee. Sonst hätte ich natürlich Ass 10 Suited als Nuts empfunden. Und es ist tatsächlich Nuts, ja. Nee, nie hingucken. Gar nie hingucken. Ich war mega hinten gegen 2 und gegen Ass 9 Suited. Suited King versuchen wir mitzunehmen natürlich. So, und das ist so ein Riesenrace von der Wurst, aber das ist halt dann mit Ace Queen, da kann man dann auch mal. Also das. Nee, eher König 10, das ist. Das sind die Leute halt, ich sag's immer wieder. Irgendwie versuchen die Leute riesig zu racen auf einmal, wenn sie schlechte Hände haben. Das ist ein Phänomen. Das ist schlecht wieder. Das ist wieder schlecht. Dass es nicht mehr halten kann. Und dass der Minres called. Alter. Das war Queen. Das muss rinnen. Einfach rinnen. Und nie so eine schwule Scheiße damit abziehen wie Limp. Oder Call. Und, ach, nee. Das ist schwul einfach nur. So, ich werde erstmal immer das dann füllen. So, das ist jetzt. Naja. Wie gesagt, das wird oft genug auch in späteren Phasen passieren. Der geht mir echt auf den Sack, der Kunde hier. Mit seinen massiven Underbets. Der versucht den wahrscheinlich damit reinzulocken, so wie ich das gerne auch mal mache. Also, das hat er ja. Ich weiß nicht, ob es dasselbe war, aber das habe ich geglaubt, das war auch der, der das vorhin schon mal gemacht hat. Das. Das fällt dann halt auch auf, wenn einer immer massiv klein bettet. Das kann man gegen ein paar Fische manchmal tun oder gegen ein paar überaggressive. Aber wenn ein Ass in Position plötzlich 135 bettet, also der wird eher checken, wenn er nicht interessiert ist. Aber wenn er eine richtige Kondi machen würde, dann würde er die auch höher ansetzen. Einfach nur, weil so eine kleine Kondi schwul ist und das der auch weiß. Ich meine, der macht nie unendlich Profit, weil nichts oder so. Das, weil er keine Ahnung hat. Das kann nicht sein.
Irgendwie muss er ja Ahnung haben. Und da, wenn ich dem ein bisschen Ahnung zuspreche, muss ich sagen, dass dieser Bett entweder ein extremes Leveling ist und das macht er auf den Levels nie, weil halt viel zu viele Idioten rumschweben, um da rumzuleveln. Oder es ist eben so eine sucking Scheiße hier und ach, das ist auch ein übelster. Das ist ein schöner Fünffaches eigentlich. Naja, ja, 4 BB, wie gesagt, ich muss jetzt aus der Scheiße raus. Ich meine, auch wenn wir wieder kurz vorm Geld sind, aber mich interessiert auch kein Mincash. Und deswegen wird es ja einfach mal ordentlich. Oh, es ist das, sie sind ja trotzdem in der Lage zu füllen. Ich meine, es ist jetzt für die ist halt auch Bubble, ne? Jetzt werden sie halt wieder tight. Aber ich kann jetzt nie loslassen, bloß weil ich jetzt hier irgendwie ins Geld rutschen könnte oder so. Das machen viele gerne, aber ekelhaft. Das ist der Spaß von vorhin, oder? Den schätzt du, jetzt hab ich ein paar und jetzt ist mir das auch egal. Da kann er seine Dame haben und dann bin ich traurig, aber ich werde hier, ja, wieder eine Dame. Arschloch. Ach, Mensch, kann die mal in die 5 kommen oder ne, ach, irgendwas. Naja, so geht's halt. Und das ist eigentlich das Grundlegendste, was man bei den 108 schon, beziehungsweise bei jedem Tournament so einer Struktur eigentlich mal beachten sollte. Man darf einfach nie übermäßig scared sein. Auch wenn man viele Situationen sieht, in denen man hin sind, man muss dann einfach mal reinkrachen. Ist völlig egal, ob die Bubble anbricht oder ob da irgendwie. So, das wäre schon natürlich nie Fulden. Das ist das Nächste. Der kann ein Mega-Monster haben. Ich werde 10 nie Fulden. Das ist einfach mal Fakt. 10 sind viel zu gut, um das in irgendeiner Tropenstruktur irgendwo wegzulegen. Da ging was zu. Das stimmt mich missmutig. Ich meine, zur Not flippst dann halt auch gerne. So, da hat er mal eine Macke hier. Der kann doch sich doch nie 222 dahinter lassen. Was hat denn der für eine Idee gehabt? Was hat der? Ast3, okay. Was hat der mit Ast3 für Ideen? Ich meine, das sind auch die Leute, verstehe ich auch nicht. Warum sie es nicht einfach einstellen? Das war ja auch kein Stop and Go, der hat ja auch nie versucht, den Flop zu pushen oder so. Nee. Er callt, um mich anzuchecken und dann mein Bett zu kommen. Völlig unverständlich. Hat er alles ausgelassen, was er in Fold Equity jemals hätte kriegen können, mal davon abgesehen, dass ich Queens hatte und niemals Fold werde. In keiner Stage. Aber wenn ihr euch in die Hand involvieren wollt, wenn ihr die mit einem kleinen Stack spielen wollt, na, dann versucht er wenigstens noch ein bisschen Fold Equity rauszuholen. Muss es doch nie sinnlos. Ich mach da, ich muss 2 aufmachen. Ja, man muss es doch. Nicht, das ist ja auch der Grund, warum ich hier reinstelle. Ich will die ja noch ein bisschen Fold Equity haben. Die sollen ja nochmal folden können. Oder ich will vorne sein, aber hinten landen. Schade. Ah, ekelhaft. Das sind. Weißt du, man. Ja. Aber sagen mit genug. Och, Alter, was ist denn das? Oh, die machen mich fertig. So, ein Dreifaches von der Queen. Wer schätzt mir Ace-Jack? Ich weiß nicht, Ace-Jack ist halt so ein doofes Ass, ne? Ich werde es nicht immer weglegen. Ich werde es definitiv dort immer reinlegen, aber ich weiß nicht. Das war auch eine relativ frühe Position, also schon jetzt relativ mittel oder so, aber. Ich weiß nicht, was er da schlechteres dreifach resen. Ich meine, gut, manche Leute resen immer dreifach, weil sie gestört sind, aber. Ja, hier sieht es wieder anders aus. Hier ist schon Ace-Jack schon ein bisschen nass. Wenn nie irgendwas Komisches passiert. Hier werde ich halt auch keine Angst zeigen. So, weiß ich nicht, nee, also es wäre nicht so weiterhin mit dem Resen. Ja, es ist. Sehr gut. Ich meine, es kann sein, dass ich auch hier nochmal Ace-Jack fulde, weil irgendwo mir das halt komisch vorkommt, aber
Definitiv nicht zu oft. Och, sag mal, wie setten die mich heute eigentlich weg? Und ich resette. Resetten ist auch eine ganz wichtige Skill. Leute, lernt zu resetten. Denn ein Reset ist immer gut. Besser als ein Format. So, ihr müsst doch jetzt langsam mal. Ne, ist tatsächlich immer noch nicht in der Manege. Die sind ja gut. Ja, ich weiß nicht, ob ich mir. Ne, mit 2. Ne, mit 8 pp stelle ich jetzt 5 rein. Das ist ein klarer Gamble. Wird öfters haben wir. Wird, ja, checks. Okay. 5! Jetzt geht's los. So, 6000 wäre ich hier kein Asphalten, auch wenn es wieder mal so kritisch ist, aber sind halt auch die Dinge, hier muss ich Chips kriegen, das ist, da kann er machen, was er will. Ich meine, in dem Money sehe ich mich schon quasi und also quasi sammle ich jetzt schon die Chips ein, die ich für den Pfeil brauche. Völlig klar. So, das kann auch in dem Video hier. Na, wie gesagt, bis jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden, ja. Läuft nicht so scheiße. Ich sette ziemlich an den richtigen Stellen. Ich sette allgemein, also ich habe schon ziemlich häufig jetzt hier gesettet. Also nie übermäßig oft, wie man es mal in diesen 3,50 $ Dingen gesehen haben an dem Epic Talk, aber es scheint alles eigentlich ganz gut hier zu laufen. So, wenn der 500 ist, ist das natürlich Kings immer drin. Also Kings sind sowieso immer drin. So, und das sieht komisch aus, wenn der hier re-raced, aber ich werde es natürlich jetzt nie gleich weglegen, wenn er es schon so schwul klein raced. Also, das bringt der Condi, ich fülle und fertig, aber wenn er noch 80 mehr raced, dann wirklich, die Bets sind einfach nur schwul, aber ich habe hier zum Glück wirklich nie besonders viel, außer irgendwelche Backdoors und so, und das wäre ich nie im Leben kommen, auch wenn die Hand schön ist. Das ist halt so eine 2, die können einfach nie lesen. Ich meine, die kann man bei 500 und 1000 an den Blinds einfach mal 3000 lesen UTG, das ist doch gestört. Und noch viel wichtiger, 11 BB insgesamt haben. Das ist noch viel gestörter. Wow, hätte also den nicht abgezogen. Der ist natürlich nie, aber die Aces hatten ja auch bloß ein Blind. Deswegen hätte ich den gerne abgezogen. So, weiterhin jede gute Antwort erstmal so ein bisschen rumgerast, um ein bisschen zu gucken, was los ist. Und auf gar keinen Fall werden wir mehr als Min-Racen mit jeder Hand der Welt. Das ist so unser persönliches Balancing, was wir betreiben. Wir racen mit jeder Hand wenig, mit den guten wie mit den schlechten. Also wir haben wenig Chips, dann pushen wir mit jeder Hand, mit den guten wie mit den schlechten. Alles, wo wir irgendwie eine Situation sehen, dass wir irgendwie relativ vorne sein könnten. Wir müssen dann natürlich auch mal aufpassen, also wenn wir das jetzt zu oft betreiben, dann würde jemand zurückschießen. Entweder weil er eine Hand hat oder, ja, das ist zu kritisch, die Hand, die wäre ich jetzt lesen. Also gerne lutschen, aber das hier halt. Hier sind viel zu viele Hände, die dann schnell mal irgendwas anderes haben sollen. Das werden wir natürlich nicht hauen. Das sind dann doch plus 3. Das ist der Unterschied, ne? Lesen, aber nicht hauen. Und der denkt, es steht, weil er, weiß ich nicht, Nats hat. Und Cold bloß. Wenn ihr hier schon mal gesehen, wie groß der Pot ist, Kunde? Wahrscheinlich hätte ich es gleich wieder pushen sollen. Wie gesagt, ich komme hier eh nicht raus. Also, brauchen uns jetzt keine Gedanken machen, bloß weil hier eine Peak 6 kommt und der einen Flash haben könnte. Fertig. Und da wird nie weiter nachgedacht. Ich meine, das ist sogar noch viel schöner. Da versichert er mir sogar noch, dass er nichts hat. Oder extrem schlau ist. Und uns hat jemand gecallt und wir treffen ihn Insta-Top Pair und er macht eine Donkbet und damit nehmen wir ihn rein. Schon, das ist hier auch ein bisschen Image einfach mal. Wenn einer so eine Bet macht, dann
Muss man den erziehen, weißt du? Der wird, wenn er so eine Bett macht, sowieso nicht viel. Ich meine, wir kriegen vielleicht noch ein bisschen Value raus, wenn wir den ein bisschen rumlutschen und sowas, aber so ein Top-Pair ist schon mal gut genug, um da hier ein bisschen mal die Freunden zu klären. Und am Ende lutscht man den nur sinnlos irgendwo rein. Ich meine, hier muss man dann auch mal ein bisschen an der Stelle sehen, dass wir Chips akkumulieren, aber die, die wir dann auch schon sicher haben, dann auch mal mit nach Hause nehmen. Weil ich meine, hier haben wir jetzt 30.000 und das ist natürlich bei 16 Spielern hervorragend, um da mal ordentlich einen Final mitzunehmen. So, hier werden wir jetzt folden, weil ich ja kleine Esser nicht mehr so dumm spielen wollte, Utecam. Und das ist auch der ähnliche Grund. So, jetzt kann ich noch aufmachen. Also, ich kann natürlich noch viel mehr aufmachen. Der hat einen ziemlich großen Stack. Und ich habe Ass 10 ist auch nicht im Welter. Ich will mit dem jetzt nie clashen, bloß weil hier der. Also, das. Nee. So, das fliegt auf gar keinen Fall weg. Auch wenn es wieder vierfach ist. Weißt du, das. Aber es ist auch wieder eine 2, die hat auch wieder keine Ahnung. Was weiß ich, interessiert mich gar nicht. Aber Jacks werde ich halt nie weglegen. Das ist wieder Bube 10. Wie gesagt, es ist ein Phänomen, dass die Leute immer, wenn sie schwache Hände haben, vierfach resen auf einmal. Das erlebst du bei keinem, der auch nur halbwegs spielen kann. Du erlebst es dann bei manchen nochmal, so gegen Final Table oder so, da fängt dann plötzlich manchmal an, irgendwie ein King oder so an UTG vierfach zu racen, dann ist es meistens King Jack, King Queen und da wird auch jedes All-In callen, aber ist ja auch keine so gute Hand. Auf jeden Fall erlebe ich es sehr selten, also ich meine, ich erlebe es schon manchmal, dass auch vierfach auch dann plötzlich Aces heißt, aber sehr selten, dass da wirklich mal was Vernünftiges dahinter steckt und das. Deswegen kann man da eigentlich relativ, weil ich meine, gut, man hat halt auch eine Hand, die man nie loslassen wird. Aber das sollte man dann halt auch mal ein bisschen berücksichtigen, wenn man eine Idee hat zu folden. Ob das vielleicht so gut ist, das zu folden. Deswegen guckt euch die Leute an. Wenn sie völlig gestört anfangen, vierfach zu racen, auch in Blindphasen, wo das einfach nur kaputt ist, dann könnt ihr ja mal gucken, wie gut sie im Allgemeinen sind. Und wenn sie halt nee, sehr gut sind, dann gebt denen einfach mal völligen Bullshit. Da behaupte ich, ist jedes Ass gut. Ist auch interessant, ich habe das auch noch nie gesehen, dass das jemand mit Ass4 macht oder so. Also Ass4, Ass5, Ass6 kann man da völlig ausschließen. Es ist halt selten mal nuts und ganz oft scheiße. Ja, werden wir halt nochmal betten. Ich befürchte, das wäre wohl auch nie voll. Google noch Aces, also Aces im Big Blind und Setten und keiner hat einen Flush. Das ist nervig. Ja, das war jetzt wieder ein Geschenk, weil der Big Blind jetzt Aces haben muss, wenn ich Tens habe. Und das ist natürlich, das gibt's eigentlich gar nicht. So was. So, das kann man sich mal überlegen. Was ist denn das? Na, 12 BB wäre ich jetzt natürlich nicht damit callen. Das ist so traurig, dass man hier dann plötzlich gegen Aces rennen muss, kurz vor der Money. Aber wie gesagt, es passiert halt immer wieder. Ist, ich weiß gar nicht, was konnte ich jetzt hier gerade folden? Bloß weil es King 4 ist. Eigentlich kann ich an der Stelle nicht mehr so viel folden. So, nee. Der callt mir bloß zu viel. So, hab ich jetzt hier irgendwo was groß verloren. Also, ich meine, die 13.000 waren ja gerade klar, aber. Hinten hängt noch irgendwie eins. Ja, das war das, was vorhin dazugekommen ist. So, aber wir sind wie gesagt mit ziemlich vielen in der Nähe des Geldes schon, was eigentlich schon mal erstmal ein gutes Anzeichen ist. Oh Mensch, warum müssen es als 5 sein? Das nervt. Also man kann es halt dann auch, wie gesagt, wir haben hier 8 BB, was
das versucht man es halt, ist halt, oh, wir setzen das gut. Und wir hoffen halt einfach nur, dass mal keiner callt oder so, weil keiner was hat. Ich meine, ich sehe die Leute auch hier teilweise als 8 weglegen, das ist nicht das Thema. Man wird schon bessere Hände zum Fulden kriegen, aber man braucht halt nie zu träumen, dass man jetzt hier irgendwie Ace-Jack zum Fulden bekommen würde oder so, das ist einfach mal Quatsch. Das, ja, das hier, was soll man dem schon geben? So, und hier versuchen wir einfach mal jetzt hier zu zaubern. Zaubern ging nie, offensichtlich. So, hier 2 BB, ich hab's zum Glück gerade noch so gesehen, sind halt nicht gefoldet. Wie ich es so gerne mal mache. Und der kriegt ein Ausgeschenk, das ist schlecht. Und der darf's treffen, das ist schlecht. Aber ich mache einen Flash, das ist gut. Auf gar keinen Fall werden wir 2 BB-Stacks mit irgendwas anfüllen, außer 5-2 oder so, hatte ich glaube ich mal gemacht. Und selbst 5-2 machen wir dann nur unter Ausnahmefällen. So, ja, der Fisch wird zwar leider wieder callen, aber wir fangen nie an, anders zu reisen auf einmal, weil das fällt halt auf. Und wir wollen nicht auffallen. Und der stellt rein, oder quasi, aber es ist eine 4 und ich werde Jacks nie weglegen, wie gesagt, auch wenn es wieder mal high irgendwas ist. Okay, bitte nicht, bitte nicht. Sehr gut. Und genau dieses Deck brauchen wir, um hier irgendwie an den Final ordentlich zu rennen. Also, wie gesagt, nie das Pocket folden, auch wenn ihr 5-mal flippt. Ihr werdet schon irgendwann mal glücklich werden und ordentlich die Dinger durchkriegen, das... Auch ich heule oft, dass die Flips nie gut gehen, aber... ihr dürft euch nie gegen sie sträuben. Mit 13 BB Ausnahme fold, aber nie oft. Bitte nie so oft Pockets folden. Und bitte auch nur dann, wenn sie niedrig sind. Das mit den 2 ist eigentlich ähnlich wie mit As-5 oder so. Ich meine, auch wenn man nicht ganz so oft dominiert ist, aber man flippt halt sinnlos rum und das mit vielen. So, das brauche ich mir jetzt nicht antun, was eine 2 so minraisen muss. Das ist gut. Wir lieben es, wenn 2 angepusht werden. So, wir betten natürlich auch, wenn wir Top Pair treffen. Hier können wir's. Wir betten natürlich weiter, wenn wir Trips kriegen. Und wir hassen es, wenn Flushes ankommen. Aber wir werden nie folden. Und, ach so, es wurde gecallt, dann nie. So. Kommen natürlich. So, weil Bube 8. Völlig. Der hat für einen Gutshot gekocht. Wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe. Deswegen werden wir das auch nie folden, wenn dann plötzlich einer zu betten beginnt. Weil die ein bisschen gestört sind, die Leute. So, das wäre ich mit 7 BB in die weglegen, auch wenn der pusht. Weil es einfach mal viel zu stark ist, die Hand. Wenn ich durch irgendwas durch muss, muss ich durch irgendwas durch, aber das kann ich nie weglegen. Und sind ja auch gut live hier, ich meine, das ist ja alles nächstes Thema. Und wir treffen auch. Natürlich treffen wir. Also es läuft gerade wieder. Wie gesagt, wir treffen auch ganz gut heute wieder. Ist schön. So, lassen wir uns mal einen Final angucken. Wir sind Chipleader, was immer gut ist. Chipleader am Final ist nuts. Wenn jetzt noch irgendwas zugeht, wäre es wahrscheinlich erstmal zulassen, weil die Pause bald beginnt. Ja, was hab ich gesagt? Tens nie folden? Ich hab's Gefühl. Ja, diese. Man ist trotzdem oft vorne, aber ich hab halt jetzt keinen Bock. Also es sieht halt dann doch manchmal stärker aus hier, ja, das war jetzt. Aber das heißt nie, dass das nie auch oft vorne ist. Also unter solchen Gründen könnt ihr es euch mal überlegen, aber ich will euch auch nicht ständig wollten sehen, die 10 plus, weil irgendeiner nochmal repusht. Weil es einfach mal 10 einfach ziemlich stark sind. Das
kann man nie oft genug sagen. Ab 10 hat man eigentlich erstmal ein Foldverbot in diesen 180ern und dieses Verbot darf man nur auf Antrag ignorieren. Und das darf ich nie folden, auch wenn der wieder. Ne? Also 8 BB. Gucken wir mal. Sind natürlich so in der Nähe der Bubble, aber ich habe ja auch schon mal gesagt, es interessiert uns nie. Wieder gegen ASX. Na, diesmal floppt er besser. Schade. Wir werden aber auf gar keinen Fall spielen, um hier 4 Dollar irgendwas zu kriegen. Was gab's nochmal? 4,92 $. Ne, wir werden auf gar keinen Fall spielen, um in 4,92 $ zu rutschen. Das fällt aus. Und immerhin, da hatte bloß was 9. Ich meine, klar muss da das Korn, das sehe ich auch ein. Aber. Das sind also die Dinger. Wir wollen eher mit so einem Stack hier landen. Und weil da geht was ab. Hier sehe ich mich in die ersten Plätze mit reinkommen und was gut wäre. Weil in den ersten Plätzen da das Geld liegt, was immer so ist. Da unten liegen bloß irgendwelche Euros für die Punks. Und wir wollen jetzt zum Burger King damit. Wir wollen uns ein Haus kaufen, was zwar von dem Portal auch nicht geht, aber ja, ich denke mal, das sieht auch relativ stark aus. Vor allem, weil es ein 3-Bett-Fotzen-Race ist. Und da müssen wir uns jetzt in die Out-of-Position involvieren. Also auf gar keinen Fall müssen wir da irgendwie abdrehen. So, das ist ein bisschen groß für einen Push, aber es sind 6. Und da, wir müssen auch gelegentlich mal durch große Pushes durch. Und das Schöne ist, man kriegt auch ein bisschen Fold-Equity wenigstens. Ich meine, ich habe schon mal gesagt, durch irgendwas wie Ace Queen, Ace Jack wird man hier nicht zum Folgen kriegen, aber gegen das flippen wir ganz gut. Und naja, ich werde natürlich auch keine 7 und höher zum Folgen kriegen, denn wobei 7 weiß ich gar nicht. Ein gescheiter Mensch würde 7 folgen. Aber. Und wir kriegen gleich im Big Blind also hinterher. Das, wo ich immer kotze, das andere, das manchmal kriegen im Big Blind, kriegen wir jetzt mal im Big Blind. Und schauen wir mal, wir kriegen keinen Walk. Weil Walk kriegen scheiße ist, aber es sieht schlecht aus. Es sieht schlecht aus, wenn der Small Blind nie auf die Idee kommt, noch Small Blind Race. So, werden wir jetzt doof? Werden wir, und wir erfahren es später? Nein, wir werden natürlich nicht doof. Wir werden den auf gar keinen Fall mit Anything reinlutschen lassen und dann hier aussacken lassen. Der darf callen, wenn er denkt, aber. Ja, das ist irgendein Quatsch. Also man kann sich manchmal überlegen, ob man den dann reinkommen lässt und so ein bisschen passiv wirkt, weil er dann halt auch, weil viele dann völlig dämlich im Flop dann auch gleich reinballern, irgendwie halben Pot oder so, das kann man dann meistens nochmal mitnehmen, aber da hat er halt eine völlig random Hand erstmal hat, wenn er gegen mich reist. Erstmal so gesehen lasse ich das nicht zu, dass der mit der erstmal in den Flop kommt. Wenn er in den Flop kommen will, muss er halt irgendeine Hand haben. Und gegen irgendeine Hand stehe ich halt besser da mit Aces als gegen irgendeine random Hand, wo ich überhaupt keine Ahnung habe. So blöd wie es klingt. Aber im Schnitt bin ich gegen eine definierte Hand, die meinen Push callt, besser als gegen random. Auch wenn ich gegen alles gut bin. So, hier muss man mal irgendwann einen Push callen, wenn noch nie mit 10 zu. Naja, also ich hoffe jetzt mal, dass ich hier am Final irgendwann mal eine relative Hand kriege. Es ist
Erstmal ist der gestört. Und zweitens mal hab ich jetzt nie, war ich jetzt nie Chipleader, bin ich immer noch Chipleader? Nee, nicht ganz. Also war ich jetzt nie Chipleader, um das jetzt verdampfen zu lassen. Ich wollte das gerne auch ausbauen. Man ist nur deswegen Chipleader, damit man hier auch mal ein bisschen Action machen kann. Weil ich sehe mich noch nicht gleich rauslegen, ist klar. Aber erstes Mal hat bloß einer mehr Chips. So, das sieht immer stark aus. Also, auch wenn der langsam ganz schön mir auf die Nerven fällt, weil der vorhin ja schon mal so schwul gerest hat. Aber ich habe noch einen guten Stack und ich werde jetzt bestimmt nie mit damit 10 Züge hier irgendwie einen Affen machen. Das denke ich mal ist Quatsch. Und wir kriegen am Final immer noch keine Hand. Also nichts, auch nur Stehbares. Ich sag schon ja, ich meine klar will ich es, aber ich denke mal, mir reicht jetzt hier auch mal ein gemütliches König 8 Suited oder so. Oder irgend so ein Zeug, was man halt auch mal machen kann, einfach so ein bisschen am Leben zu bleiben. So, wir haben gekarrt von der 4, das ist üblich. Blenden hier halt irgendwas und wird halt auch schön für unten, hoffe ich. Und wenn nie, dann werden wir es halt reindreschen. Das ist eigentlich auch, ja, oder macht's halt so. Ah, Flash Draw ist schlecht eigentlich für mich. Ja, weil auch noch der King kommt, schade. Aber braucht man nicht denken, dass er es falsch gemacht hat, der wird es nie loslassen. Der hat schon gecheckt, um da reinzubetten, quasi. 7, wir sollten mal langsam neue Tische aufmachen. Wir sollten natürlich eigentlich nie neue Tische aufmachen, weil wir wollten ja jetzt in die Pause gehen. Das werden wir jetzt mal kurz nochmal. So, also ich gehe jetzt hoffentlich in die Pause. Ja. Ja, und dann werden wir ja mal sehen, wie das nach der Pause hier mit dem Final weiterläuft. Hoffentlich wird es gleich mal ein bisschen was, so dass ich hier gar nie gleich so schlimm dastehe. Gut, bis gleich.